Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei Boxerboss Garage. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gehen wir ein bisschen auf die ganzen Extras und Kleinigkeiten an meinem VW-Bus T3 ein. Denn man muss ganz klar sagen, so ein Auto, wenn das ein paar Jahre alt ist, da wird viel selbst dran gemacht, vieles verändert. Um mal einen groben Überblick von diesem Auto zu schaffen, dieses Auto war mal ein grüner Behördenbus, komplett nackter Transporter. Ich blende euch einfach mal ein Bild ein, so sah der halt aus. Und mittlerweile sieht das Auto so aus, wie es hier hinter mir steht. Und ich möchte natürlich auf alle Kleinigkeiten oder auf das meiste, was hier dran gemacht ist, mal ein bisschen eingehen, weil hier sind so ein paar Kleinigkeiten bei, die sind wirklich für die T3-Liebhaber Sachen, die schon in Gold aufgewogen werden. Ich werde ein bisschen darauf zeigen, wie die ein paar Sachen bei mir gelöst haben. Und ja, den allgemeinen Zustand, die ganzen Extras halt, die dieses Fahrzeug hat, darauf gehen wir heute ein bisschen ein. Ich würde sagen, wir starten in dieses Video rein. Ganz einfach für die Leute, die ihn noch nicht kennen, das ist mein T3 Bumsbus. Das ist ein VW-Bus T3, Baujahr 83, war früh gesagt, früher mal ein Transporter, der jetzt umgebaut ist mit vielen, vielen Extras. Und als allererstes fällt natürlich auf der Lack von dem Fahrzeug, denn der Lack von diesem Auto ist einer, der so original gar nicht verwendet worden ist, denn das hier ist ein Porsche Nachtblau, ich glaube C39 müsste das sein. Und natürlich, was man jetzt gerade nicht sehen kann, die Felgen. Ich habe hier gerade so schöne hässliche Winterfelgen drauf, da ich das Auto natürlich im Alltag fahre. Und eigentlich fahre ich hier drauf Bobbitt A-Felgen, einmal vorne 7,5, hinten 9J. Bin ich sehr zufrieden. Momentan kann ich sie leider nicht fahren. Deswegen sind die gerade runter und diese wunderschönen hässlichen Reifen sind hier mit den wunderschönen hässlichen Felgen auch verbaut. Fangen wir von vorne bis hinten an. Vorne wird man schon vieles, vieles sehen können. Zum ersten habe ich hier einen eckigen Grill drin mit eckigen Scheinwerfern. Wird hoch gepriesen heutzutage und kostet einen Haufen Moos. Des Weiteren darunter direkt meine Endkappen mit den Zusatznebelscheinwerfern. Es gibt natürlich auch den Safari-Grill. Ich habe einfach nur diese Kappen mit den Klarglasblinker. Blinker gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen. Ich habe hier Blinker mit integriertem Standlicht. Dafür habe ich auch Papiere. Rundherum um das ganze Fahrzeug, wie man natürlich sehen kann, die Multivan-Beplankung war original auch nicht dran, hat auch mal ein Vorbesitzer dann da noch montiert. Sieht sehr, sehr stimmig aus. Natürlich gibt es hier ein bisschen was dran zu tun, da müssen wir auch noch ein bisschen Lack machen. Habt ihr alles im Bestandsaufnahmevideo gesehen. Des Weiteren haben wir hier einen richtig geilen Spoiler, so eine Frontlippe montiert in schwarz. Finde ich auch sehr geil, sehr dezent, macht das Auto noch ein bisschen tiefer, ein bisschen bulliger, ein bisschen sportlicher. Sieht auf jeden Fall schon echt nice aus. Zu den Wischern, ich fahre hier normale Wischer, also ganz normale VW-Wischer mit so Abdeckkappen drauf. Man kann auch auf 32B Passat-Wischerarme gehen, dann kommen die ein bisschen tiefer. Brauche ich aber in dem Fall nicht, weil ich mit den Teilen sehr zufrieden bin. Düsen hier sind immer noch Originaldüsen. Eigentlich würde ich hier gerne mal auf dreistrahlig umbauen. Muss das ganze Armaturenbrett raus, deswegen haben wir das noch nicht gemacht. Somit wären wir auch fertig hier an der Frontpartie. Können wir weiter an die Seite gehen. Was natürlich bei dem Auto direkt auffällt, die großen Multivan-Spiegel. In dem Fall habe ich hier einen konkaven Spiegel drauf. Sprich, ich habe einen viel, viel größeren Winkel. Wenn wir uns jetzt hier stellen, ich gucke in den Spiegel rein, ist dieser Winkel hier viel, viel größer wie bei den Originalen. Und ich kann euch echt sagen, das bringt ungemein viel. Ich weiß gerade nicht, wo man die kriegt. Ich gehe davon aus, ganz normal bei Amazon, eBay, schlag mich tot. Wo die genau herkommen, weiß ich nicht, denn die waren schon verbaut. Des Weiteren, Windabweiser. Ich kenne Windabweiser, die nur hier oben sind. In dem Fall geht der hier auch mit um die Ecke drumherum. Finde ich sehr, sehr stylisch, sehen gut aus und machen natürlich auch einen geilen Dienst. Auch hier weiß ich leider nicht, wo man die herbekommt. Dreiecksfenster an beiden Seiten. Diese Safari-Fenster werden auch sehr, sehr hoch gehandelt. Mittlerweile habe ich ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Auch diese sind mit dabei. Was natürlich auch direkt auffällt hier, ist dieser Sticker an der Seite. Das ist natürlich nicht original, das hat der Vorbesitzer mal gemacht. Ich finde es eigentlich ganz stimmig, mir gefällt es. Wenn die Türen lackiert sind, kommt auf jeden Fall erstmal wieder ein Sticker drauf. Und ja,
fand ich zum Anfang hin gar nicht so geil, wo ich den Wagen übernommen habe. Mittlerweile habe ich mich gut damit angefreundet und irgendwie ist das was, womit nicht jeder rumfährt. Und das ist halt eine Sache, ja, das sticht halt raus. Wir haben Schiebefenster, Beifahrer wie auch an der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite macht die eigentlich nicht so viel Sinn, außer wenn man im geschlossenen Zustand, also wenn man fährt, die Dinger auf hat. Habe ich beide, kostet ein Schweinegeld, bin ich froh drum. Genauso die hinteren beiden, das sind gekürzte Scheiben, kennen die T3-Fahrer auch. Denn ich habe hier die Zwangsbelüftung mit drin, dann ist die Scheibe ein bisschen kürzer. Auch die war schon vorher verbaut, wird auch in Gold aufgewogen mittlerweile. Und ich bin froh, dass ich diese habe. Dann kommen wir zu diesen Ohren hier. Das sind so Lufteinlassohren, die sollen den Fahrtwind hier hereinleiten und dann unten in den Motorraum. Ob sie wirklich einen Sinn machen, weiß ich nicht. Ich habe sie jetzt verbaut, weil der Vorbesitzer die so hatte. Des Weiteren lassen wir dann erstmal so, sei dahingestellt, ob das wirklich Sinn macht oder nicht. Was man noch sehen kann, ich habe hier so Lüftungseinlässe, da gehen wir gleich noch drauf ein. Denn das große Highlight an diesem VW-Bus ist natürlich der Motorumbau, der hier vorgenommen worden ist, mit Harzzulassung. Und dafür brauchen wir auch diese Teile, gehen wir gleich drauf ein. Heckpartie vom Fahrzeug. Momentan habe ich einen Fahrradheckträger dran, den ich auch nutzen kann, um hier eine Box oder so drauf zu stellen. Momentan bin ich halt mit dem Fahrrad oft unterwegs, deswegen habe ich den dran. Im normalen Fahrbetrieb ist der eigentlich ab. Sprich, im Sommermonaten wird er wahrscheinlich wieder demontiert, wenn ich den jetzt nicht unbedingt brauche. Des Weiteren, was man hier gut sehen kann, ist der Dachspoiler mit integriertem dritten Bremslicht. Wird auch in Gold mittlerweile aufgewogen. Der ist eingetragen und der ist ebenfalls Feature von diesem Auto, wo ich sehr, sehr zufrieden bin, dass ich diesen besitze. Kommen wir zum unteren Teil. Hier natürlich auch der dicke Auspuff, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber was man hier sehen kann, ich habe originale Rückleuchten an, aber hier hat einer so Verkleidungsteile gebaut, denn auch hier, wenn man hier reinfilmt, sieht man das, sind Löcher hinten. Ebenfalls wegen dem Motorumbau werden wir gleich drauf eingehen. Heckscheibe ebenfalls, beheizbare Heckscheibe, ist jetzt nicht unbedingt gerade ein Highlight, aber ist schön, dass man sowas hat. Des Weiteren kann man hier natürlich gut sehen, ich habe alle Scheiben getönt. In der größtmöglichen Tönung mit einer Folie von Foliatec bin ich sehr zufrieden. Dir kann keiner von jetzt ins Auto gucken, also ich kann jetzt hier reingucken, man kann nichts erkennen, wer im Auto ist. Ist eigentlich relativ cool, wenn man da drin schläft bzw. damit unterwegs ist, dass nicht sofort jeder reingucken kann und du brauchst nicht unbedingt direkt alle Gardinen zuziehen. Das wäre es hier draußen. Ich würde sagen, wir gehen in den Innenraum mal weiter, schauen, was wir da so finden. Ja, Innenraum von meinem T3 Bumsbus. Was soll ich sagen? Hier gibt es viele, viele Sachen, die zu entdecken sind. Zum einen sieht man hier, ich habe das große Armaturenbrett drauf mit einem süßen kleinen Ventilator, der sogar funktioniert. Macht eigentlich nicht viel Sinn, aber man hat ihn und ja, ist ein lustiges Feature, wenn es funktioniert. Auf der Scheibe hier relativ easy, einfach ein Stück blaue Folie, dunkle Folie geklebt. Hat den Vorteil, ich habe jetzt hier wie so eine Sonnenblende zusätzlich. Erspart mir halt eine Scheibe mit Grünkeil oder Blaukeil zu kaufen, weil die Folie war schon drin und ja, so ein Stück Folie, was soll das kosten? 3-4 Euro. Bin ich echt zufrieden, hätte nicht gedacht, dass das so viel Sinn macht beim Fahren bei der Sonne. Wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht, ist das echt geil, das zu haben. Es schränkt natürlich ein bisschen die Sicht ein, weil du halt das hohe Cockpit hast und dann zusätzlich diesen Streifen hier. Sprich, du musst dich ein bisschen dran gewöhnen, dass die Sicht nach draußen ein bisschen beengter ist. Habe ich mich mittlerweile aber mit abgefunden und bin ich eigentlich auch ganz zufrieden mit. Mittlerweile will ich es echt nicht mehr missen. An der Stelle muss ich sagen, ihr müsst aufpassen, denn der TÜV sieht das nicht so gerne, wenn man vorne in der Frontscheibe Sachen reinklebt. Thema Armaturenbrett. Hier ist ein Armaturenbrett mit einem Handschuhfach verbaut. Normalerweise gibt es hier ja diese alten noch mit der Ablage. Ich bin froh, dass ich hier in dem Fall einfach ein Armaturenbrett habe, weil der Stauraum wirklich schon sehr, sehr viel ausmacht, muss ich sagen. Und bin ich auf jeden Fall auch mit zufrieden. Mittelkonsole dachte ich die ganze Zeit, wäre vom Projekt 2, ist aber, glaube ich, eine selbstgebaute aus Holz, die mit Leder bezogen ist. Die ist einfach hier eingehangen und hier unten ist ein Winkel dran. Das ist relativ easy. Und wenn ich die haben rausmachen will, ziehe ich die einfach raus. Hier in dem Teil ist zusätzlich ein
Getränkehalter verbaut. Zusätzlich habe ich ein Drehzahlmesser verbaut, einen externen, weil ich keinen im Tacho habe. Und auch hier ist das Bedienelement für mein Solarpanel, für meine Standheizung verbaut. Radio ist ebenfalls Nachbau, ist kein originales mehr von Pioneer mit den passenden Boxen von Mac Akustik. Bin ich sehr zufrieden mit, macht ordentlich Bums. Ich habe einen kleinen Bass unter der Sitzbank verbaut und für in den T3 ist das schon echt in Ordnung, der Sound. Was man hier sehen kann, Dachfenster auch extra. Ist kein originales Dachfenster vom T3, sondern von einem Mini Cooper, also von einem Mini 1000. Ist richtig geil, wusste gar nicht, dass das geht. Hat Klaus, also mein Vorbesitzer, hat das eingebaut. Ist einfach nur ein Hubdach, weil ich hier so aufstellen kann, aber reicht voll und ganz. Und jeder, der T3 fährt und weiß, bei 30 Grad ist das schon echt uncool, hier drin zu fahren. Aber wenn man dann das hier noch zusätzlich aufmachen kann und die Seitenfenster bzw. meine Safari-Fenster, dann macht das schon sehr, sehr viel aus. Thema Interieur. Kann ich auch kurz drauf eingehen. Ich habe hier momentan so einen Filz drauf. Ich suche noch originale Türpappen in Beige, denn ich habe ja diese Beigenausstattung, die man hier sehen kann. Gehen wir gleich auch noch drauf ein. Falls jemand Türpappen hat, gerne mal schreiben. Momentan habe ich halt einfach so ein graues Vlies drauf, zusammen mit den Spritzlappen, die habe ich mir auch gebaut. Das hatte ich noch übrig und dann habe ich mir gesagt, komm, um den Innenraum ein bisschen aufzuhellen, bauen wir das ein. Des Weiteren habe ich hier T4-Sitze verbaut. Ebenfalls suche ich hier noch günstig die Velour-Sitze. Ich hoffe, man kann es jetzt gerade sehen, welches Muster ich habe. Denn hier sind momentan einfach nur T4-Sitze drauf. Kann man auch machen, weil die Schienen sind 1:1 gleich. Und durch die Schonbezüge, die ich drauf habe, sieht man es auch nicht sofort. Das Geile an den Sitzen ist natürlich, ich habe hier Pilotensitze und die werden hoch gehandelt mittlerweile. Deswegen bin ich froh, dass ich die habe. Und ich sage ganz ehrlich, lieber ein paar T4-Sitze mit schönen Schonbezügen drauf, wie Originalsitze, wo ich dann 1000 Euro für bezahlen muss. Thema Tachoeinheit, ganz, ganz kurz. Ich habe hier einen ganz normalen Tacho mit Uhr verbaut. Drehzahl ist für mich gerade nicht interessant, aus dem einfachen Grund, ich habe mein Drehzahlmesser. Deswegen, warum soll ich den ausbauen? Die Uhr spackt, da muss ich mich noch ein bisschen drum kümmern. Und was vielleicht interessant ist, ich habe hier so ein beklebtes oder geairbrushedes Tacho-Verkleidungsteil drauf. Finde ich persönlich nicht sehr schön. Falls jemand Interesse hat, kann er gerne mal schreiben, denn ich habe noch eine Tacho-Verkleidung mit Carbon. Die werde ich wahrscheinlich tauschen, weil mir gefällt das hier nicht so. Deswegen steht die zufälligerweise gerade zu Verkauf. Thema Innenraum bin ich ja schon in dem Bestandsaufnahmevideo ein bisschen drauf eingegangen. Ich habe hier einfach einen kleinen Tisch drin, wo alle Sachen, die ich brauche, drin sind. Bisschen Stauraum, mein Kocher, ein paar Klamotten, alles, was man so für einen Tagesausflug haben will, braucht. Das ist hier dann so drin. Dann haben wir einen Back-to-Back-Sitz, einen kleinen Tisch, ein wunderschönes Interieur mit Gardinen, mit einer Lampe zusätzlich dran, kleinen Feuerlöscher, so einen Aufklapptisch, damit ich draußen ein bisschen kochen kann. Ja, die Teppiche brauche ich nicht sagen, die sehen echt nicht mehr schön aus, wenn wir uns in ein paar Wochen mal drum kümmern. Weil ich möchte ganz gerne einen anderen Teppich drin haben. Des Weiteren hier eine ganz normale Sitzbank, Dreier-Sitzbank. Der Unterschied hier bei der Sitzbank ist, dass ich hier drunter meinen Gastank habe mit 85 Liter. Sprich, dieses Fahrzeug läuft ja auf einer Prinz-Gasanlage und auf normal Sprit. Und die Gasanlage ist hier drunter. Dadurch habe ich den Vorteil, dass mir kein großartiger Stauraum im Auto fehlt. Und ich habe nicht das Problem, dass mein Gastank unterm Fahrzeug ist, was mir dann noch mehr Platz wegnehmen würde oder wo er dann ungeschützt steht. Deswegen da, Gasanlage, gar kein Problem. Zudem ist hier mein Ausströmer noch für meine Standheizung. Also das ganze System ist unterm Auto verbaut und wird dann über ein Luftkanalsystem hier eingeleitet und kann dann hier ins Fahrzeug eingespeist werden. Und somit kann ich dann mein ganzes Auto heizen. Ja, wir haben es gerade schon angesprochen, Thema Stauraum. Stauraum ist in so einem VW-Bus echt eine große Sache, vor allen Dingen, wenn man so einen riesen Motorausbau hat, wie ich den hier habe. Dadurch geht mir natürlich viel Platz verloren, deswegen habe ich jede Kleinigkeit, oder hat der Vorbesitzer besser gesagt, jede Kleinigkeit ausgenutzt. Ich habe hier so wunderschöne Taschen, die ich hier aufklappen kann, da sind so Bretter drin. Dann habe ich hier ein bisschen Stauraum, hier ist gerade auch der Tank für meine Dieselstandheizung eingebaut, da ich das nicht außerhalb vom Fahrzeug habe. Hier ebenfalls großer Stauraum. Für zum Beispiel, jetzt gerade habe ich ein paar Stühle dabei und ein paar Kleinigkeiten fürs Auto, Wagenheber und so weiter und so fort. Echt geil. So ist auch wirklich alles ausgenutzt bei diesem Fahrzeug.
hier oben ein kleines Ablagefach. Da ist zum Beispiel mein Reserve, mein Warndreieck drin. Hier ist noch Folie drin, weil ich noch verbauen will. Anhängeradapter, halt so Kleinigkeiten, die man braucht. Die kann man dann hier einfach dann hereintun. Auch hier haben wir ein Staufach. Ebenfalls habe ich ja auch schon mal in einem Video gezeigt. Hier sind ein paar Sachen fürs Auto drin, Verbandskasten und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir zum geilsten und wichtigsten Teil von diesem Auto. Das ist wirklich der Grund, warum ich dieses Auto gekauft habe. Denn wir haben hier einen Motorumbau für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Ich habe hier den VW Bus T3 mit einem Ford Capri bzw. Ford Granada 2,8 Liter V6 Motor. Der Motor ist für über 20 Jahren in dieses Fahrzeug eingebaut worden. Dadurch habe ich auch eine Harzzulassung. Und sowas, sage ich ganz ehrlich, kriegt man heutzutage nur noch sehr, sehr schwierig. Ich weiß, dass das für großen Diskussionsstoff sorgt, ob man so einen dicken Motor in so einem Auto braucht, dass man damit die Originalität und alles verschandelt. Aber ganz ehrlich, guckt euch das Auto an. Es ist kein Originallack drauf, da sind geile Felgen drauf, da sind so viele Extras dran. Ja, das ist 90er Jahre Tuning gewesen und es ist eingetragen. Von daher finde ich das voll und ganz in Ordnung. Jeder muss selber für sich wissen, ob man das feiert oder nicht. Ich finde es richtig geil und ich weiß, dass man sowas sehr, sehr schwer bekommt, vor allem mit Harzzulassung. Und deswegen habe ich gesagt, will ich diesen Motor, dieses Fahrzeug mit diesem Motor besitzen. Thema Motor, wie gesagt, habe ich schon ein paar Eckdaten gemacht. Werden wir jetzt nicht drauf weiter eingehen, auch wenn es schade ist. Denn zum Thema Motor machen wir ein eigenes Video. Da habe ich noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Das wird dann ein bisschen besser in dieses Video mit reinpassen. Aber natürlich muss man sagen, das hier ist wirklich eins der Sahnestücke, eins der wirklich krassen Extras an diesem Auto. Hier mit so einem Zusatzlüfter, wie gesagt, da gehen wir alles drauf ein, wenn wir das Video zum Motor machen. Heckklappe, ja, ist originale Heckklappe, werden wir auf jeden Fall nochmal tauschen müssen, weil die ist nämlich kaputt. Hier diese Gardinenstangen habe ich dran, ein bisschen was an Kleinigkeiten müssen wir noch machen von der Verkleidung her, aber das alles machen wir dann, wenn wir die Heckklappe tauschen, denn ich habe noch eine auf Ersatz und deswegen gehen wir da auch nicht weiter drauf ein. Aber Thema Auspuffanlage gehen wir noch einmal schnell drauf ein, denn das habe ich euch versprochen. Und zwar fahre ich hier in eine originale Auspuffanlage, sprich, das ist einfach ein Krümmer bzw. zwei Krümmer von dem Ford Capri Granada Motor von den 2,1 Liter. Das wiederum geht auf zwei Mittelschalldämpfer von dem Golf 2 und zusätzlich auf den Simon Endschalldämpfer, der dann auslassseitig links alles rausbläst. Und bei so einem Auto mit so einer Tröte macht das natürlich schon richtig viel Spaß. Es ist natürlich auch eine große Sache an Sound vorhanden bei dem Auto. Nicht nur allein der Motor, sondern auch der Auspuff selber macht viel, viel Sound. Ist alles so eingetragen, würdet ihr heutzutage so, wie es jetzt hier verbaut ist, nicht mehr eingetragen bekommen beim TÜV. Und deswegen ist das auch wieder so ein geiles Extra, was halt einfach an dem Auto einzigartig ist. So, ich habe euch genug Kotelett an die Backe gelabert. Ich würde sagen, ich beende das Video an der Stelle. Ich habe bestimmt einen Haufen Zeug vergessen, weil jeder kennt das. Überall sind so ein paar Kleinigkeiten, ein paar Features versteckt, die man sich dann ausgeklügelt hat, die man vielleicht übernommen hat und so weiter und so fort. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu meinem T3 Bumsbus habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich sehr darüber freuen. Ich würde sagen, das wäre es gewesen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut, peace und bis zum nächsten Mal. Ciao.